Hallo, liebe Tiefseefreunde, zu einer neuen Ausgabe von Railway Empire auf der Deutschlandkarte. Und wir sind hier in Graz zu Gast und werden uns mal darum kümmern, was hier so geboten ist. Okay, Holz ist jetzt wieder da, aber die anderen Sachen fehlen, Getreide, diese Backsachen fehlen zum Beispiel. Und diese Wollstoffe. Wie sieht es denn hier aus mit dem Zug? Gibt es da einen, der da fährt? Oder nicht? Nee, gibt es ja gar keinen. Okay, nur nach Klagenfurt fährt einer. Zwei sogar. Ja, dann wird es Zeit, dass noch einer nach Graz fährt. Weil sonst macht das alles keinen Sinn, ne? So schaut es da aus. Der hält dann auf dem Gleis hier. Okay. Das ist eigentlich egal. Nein. Und dann einen Zug. Nehmen wir die Pacific, würde ich sagen. Damit das vorwärts geht hier. So. Okay. Der hier, was liefert der sonst so mit? Ah ja, der kommt von da oben und dann fährt er nach Wien. Wieso fährt der hier? Schlangenlinien. Was ist denn das für ein Käse? Ach, ist ja keine Weiche. Doch, eine Weiche ist da schon. Wieso muss der so blöd da fahren? Der muss wie ein Leidecker und fährt dann hier rum. Warum fährt er hier rum? Verstehe ich nicht. Kann doch hier geradeaus fahren. Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Gibt es da keine Weiche, das? Doch. Sehr mysteriös. Na, das verstehe ich jetzt auch nicht so ganz. Aber gut. Gibt es da irgendjemand, der von oben kommt mit Stoffen oder sowas? Ah ja, von hier, genau. So. Das geht auch noch. So, Graz wechselt es wieder, sehr gut. Klagenfurt noch nicht. Das Getreide fehlt eben, das ist das Problem. Und die Decken. Tja. So. Dann schauen wir mal. So. Ja, der läuft, würde ich sagen. Na, Äpfelchen könnte man dann auch noch anliefern hier, theoretisch. Sind die schon soweit? Nee, noch nicht. Aber das hier könnte man anliefern. Dieses komische Zeug da, was immer das sein soll, so Topf. Woher nehmen, wenn ich stehlen? Oje, mini, da. Nee, das ist Weizen, das oder Hopfen. Das hilft uns nicht weiter. Die schrumpfen. Warum schrumpfen die? Weil die keine Schweine kriegen. Kann ja nicht sein. Wir haben doch hier ausbauen. Wer fährt denn hier nach Pilsen? Gibt es ja keine nach Pilsen, fährt das?
Sag mal, das liegt genau nebeneinander. Hier, Pilsen. Die fahren nur hin und her. Die werden doch hier Schweine mitnehmen, oder nicht? Wolle mit. Jetzt hat er wieder eine Panne hier. Junge, Junge. Ich werde noch immer mal die Schweine ranbringen, oder nicht? Schon interessant. Dass das nicht so automatisch rutscht hier. Ne, die bringen nicht die Schweine hier rüber. Nochmal. Irgendwann mal werden wir schon die Schweine kriegen, ne? Ja, die Strecke ist natürlich auch ganz schön befüllt hier. Warten, bis die Strecke frei ist. So, jetzt kommt der nächste Zug. Jetzt liefert er Holz. Herrlich. Na gut. Okay, was ist da? Expresslinie. Ostrau, okay, Papier. Oh, Ostrau braucht hier unbedingt das hier. Warte mal, das werden wir mal ausbauen. Ich glaube, es fährt kein Zug nach Ostrau wegen dem Stoffen. Der Bahnhof ist ein bisschen schlecht gebaut, weil der natürlich da mittendrin sitzt und dann kann man den Bogen nicht mehr fahren. Um von hier nach hier zu kommen, müsste man den Bahnhof ersetzen. Ne? Züge fahren ein kleiner Ost drauf. Wurscht. Der nimmt Holz mit. Und der kommt mit dem. Aber Strom nimmt ja keiner mit, ne? Warte mal, den klonen wir mal ganz clever. Ja, jetzt ist natürlich das Problem, dass jetzt wieder einer zu viel, warte mal, zwei mit Holz brauche ich natürlich nicht. Wollen wir mal ändern, der wird mal hier Dings mitnehmen. Holz oder Getreide, genau. Und du auch, bitte. So. Perfekt. So.
Was machen wir jetzt mit dem Anschluss hier? Ja, das geht nicht. Das wird so nicht funktionieren. Nee. Außer wir versetzen ihn weiter rüber. Das ist jetzt echt blöde hier, ne? Weil die Strecke hier um den Berg rum geht, wenn die hier unten kommen würde, wäre es einfacher. Ja, stimmt. Wäre natürlich jetzt noch eine Idee, dass wir die komplett umbauen, die Strecke. Und dafür hier entlang fahren. Und dann so entlang hier. So. Genau hier runter. Eine Brücke. Ein kleiner Tunnel. 3% Steigung. Ja. So. So zum Beispiel, genau. 8% Steigung hier, das. Je, Mini. So. 6% Steigung. Das wird zu viel. 13%. Probieren wir jetzt mal. Geld spielt jetzt keine Rolle mehr. Baust du schon noch die Strecke hin, oder? So, dann dahin. Genau. Habe ich die falsch angeschlossen hier, oder was? Ah, ich glaube, das war wieder der falsche Anschluss hier. So, jetzt einfach dahin, genau, und dahin. So, und jetzt haben wir das, genau. Das brauchen wir hier bitte. Ein Signal. Und jetzt wird hier jetzt muss ich mal schauen, gibt es da irgendwo weg in Benutzung? Ne, ist mal weg. Yes. So, die Landschaft geht wieder zurück, wie sie war. Das freut mich. So, wenn wir hier noch ein Signal hin machen und da. Und hier geht's runter, ne? Genau. Versorgungsturm. Und so. Und so. Ja, ein bisschen Schlangenlinien, aber warum nicht? Hey,
Alles schön. So, jetzt schauen wir mal, was da der Zug macht. Fährst du noch? So. Achso, jetzt muss er dann. Jetzt muss er den. Ja, das geht natürlich jetzt nicht. Moment, jetzt müssen wir. War jetzt wieder suboptimal. Nee, glaube nicht. So, müssen wir gerade ausfahren hier, wenn es geht. Ja, schön hier durch die Wälder durch, wenn dann hier rein, wenn es geht. Ja. Mit viel Tunnel und so, warum nicht? So. Und auf der anderen Seite das Gegengleis natürlich, ist klar. Nein. So. Perfekt. Na, wo bist du jetzt hier? Signale brauchen wir jetzt noch. Und zwar bitte hier eins und da eins. Versorgungsturm, jetzt haben wir da, das ist okay. Dann geht es hier entlang und da entlang. Das muss weg, weil das stört uns nur noch. Jetzt. Der Versorgungsturm muss weiter oben hin und zwar hier hin. So. Genau. So, jetzt schauen wir mal, ob der geradeaus fährt hier. Der Zug. Ja. Perfekt. Und jetzt können wir eine Linie bauen und zwar von da nach da. So. Der liefert dann schöne Wolle hin. Oder Stoffe. Wie auch immer. So. Schaut es mit dem Versorgungsturm aus hier? Na, da hinten ist keiner mehr. Eventuell ein bisschen schlecht vielleicht so. So. Ostrau, genau. So, jetzt geht's weiter. Und zwar nach Oppeln. Ganz einfach. Weil wir es können, geht's gleich hier durch. Zack. Ganz einfach angeschlossen hier. Und zack. Und das dahin. Und du dahin. Versorgungsturm noch irgendwo hin, da. Und jetzt auf der Seite noch eine Weiche. Und hier. Und da. Genau. So ist jetzt der Zug, der hier hin herpendelt, der hier. Der bekommt jetzt eine neue Aufgabe. Und zwar fährt der nach
da, nach Oppeln und wieder zurück. Hallo? So. Bau mal aus. Gut. Dann brauchen wir natürlich noch eine extra Zuglinie von da nach da. Ist auch klar. Okay. So. Haufen. Erhöhen. So. So. Jetzt wollen wir noch an. Nee. Nochmal eine Linie. Und zwar von da nach da. Und das soll im Depot aber nur das und das hier befüllen. Sehr gut. Ja, Salz kann man noch nicht produzieren, glaube ich, beziehungsweise liefern. Warte mal, der braucht, warte mal, die Ostrauer, die machen doch Papier, gell? Ja. Könnte man mal ein bisschen die Fertigung erhöhen, glaube ich, damit die hier mehr Papier liefern. So, Oppeln wächst, sehr gut. Das ist gut. So. Die brauchen Hopfen. Hopfen! Die brauchen Hopfen. Genau wie die hier. Wo ist denn da die nächste Hopfenplantage? Ist wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr in der Nähe. Da ist eine! Haha! Warte mal, den könnten wir ausbauen hier. So, ist fein. Und den könnten wir dann da hochschicken, würde ich sagen. Hier hoch. Das wäre eine Idee. Pass auf, dann machen wir jetzt hier mal kurz einen Umbau. Nein! Also. Du kannst weggekissen, oder? Nee, zur Brücke. Gott sei Dank, ich dachte schon, ich reiße alles ab. Das war jetzt nicht der Plan. Und zwar wollte ich nur die Gleise hier versetzen. So. Und hier noch eine Weiche einbauen. Perfekt. Und dann da hinten natürlich auch. So. Einfach mal um eins versetzen hier. Gar nichts passiert. So. Und dann das hier nochmal, genau.
Und zwar wollte ich jetzt hergehen und eine Verbindung nach oben schaffen hier. Wird jetzt sehr, sehr kurvenreich werden, aber das soll jetzt von hier hoch, dann hier wieder einen Bogen und dann hoch nach Königsgrätz, um ja, Hopfen zu liefern. Das ist der Plan. Mal schauen, ob das funktioniert. Ich weiß es nicht. Das muss ich aber wieder hier ein bisschen umbauen in Sachen Verkehrsplanung von den Signalen hier, sonst gibt es wieder diesen Stau, das seht ihr schon. So, du bist dahin, du kommst dahin, das ist das. Warte mal, du kommst auch weg, weil dich machen wir hierhin und dich machen wir dahin und so und so. Und dann da und da. Und so. Und jetzt machen wir das so. Na, natürlich innen. Mag ich natürlich nicht. Ist klar. Dann machen wir das so, wenn es geht. Ja, das macht er. Nein. So. Okay. Ja. Mal schauen, ob das was bringt. Flensburg? Nein, da wollen wir nicht hin. Und zwar von da nach da. Ah, da müssen wir dann schon wahrscheinlich hier zwei Züge auf die Reise bringen. Ich glaube, einer wird nicht reichen. Damit die da oben mal richtig schön hier befüllt werden. Mit Hopfen. So. Ja, da kommt gleich noch ein zweiter drauf. Den warten wir jetzt, bis der hier um diese Kurve gekommen ist. Und dann ist die Folge schon wieder vorbei. Wahnsinn, wie schnell das alles geht hier. Ist da noch ein Versorgungsturm in der Nähe? Ah ja, da. Oh, da hinten ist ein Stau, glaube ich, ein Mega-Stau. Ja, da werden wir uns gleich drum kümmern. Beziehungsweise in der nächsten Folge dann. Jetzt müssen wir erstmal warten, bis der da weg ist, weil dann kommt noch ein zweiter drauf. Auf die Strecke. So. Okay, was ist hier los? Na, da weiß wieder keiner wohin. Graz. Na super. Warte mal, was ist mit dir hier? Welches Gleis willst denn du? Nimm mal doch mal das andere, ne? Nimm mal doch mal eins. So, was ist mit dir? Welches Gleis nimmst du? Auch das zwei, ja. Jetzt fährst du noch oder nicht? Achso, du musst so lange auf Ladung warten. Ich dachte, ich habe den schon geändert. So, da noch nicht. Ups. So. Jetzt geht's vorwärts. Okay, Problem gelöst. Und mit dieser Schlagzeile sag ich vielen Dank
und bis zum nächsten Mal. Tschö.